Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde, Age of the Ring. Fürchtet sie nicht! Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, wo wir ja Isildur davor beschützen, den Orks anheimzufallen. Vorwärts! Und schließen jetzt wieder mit Elendur, also Isildurs Sohn, zu unseren Soldaten auf. Also wir hören gerade Elronds Geschichte, die er Frodo im Bruchtal verklickern will, also erzählen will, und zwar über das Schicksal von Isildur, der sich dem Ring hingegeben hat. So, hier kriegen wir noch das Horn, das sollten wir, das können wir uns langsam holen, weil wir jetzt ab und zu mal ein paar Einheiten haben, ein paar normale, die wir damit auch buffen können. So, du heilst mal bitte deine Einheiten. So. Sieht doch schon ganz gut aus langsam. Es werden langsam echt viele Orks. Sie kommen schneller, als wir sie töten können. Jetzt kann man nämlich, jetzt sind schon wieder zwei Einheiten gekommen. So, jetzt können wir den ihren Debuff geben und versuchen, die auch da drin zu halten. So, hier geht mal einen Schritt nach vorne, dann könnt ihr wieder automatisch angreifen. So, ich glaube, es kommt immer ein Bataillon, sobald eine bestimmte Anzahl von Orks gefallen ist, weil so schnell wie die gerade kommen und so schnell wie wir die hier vorne abschlachten. Es passt ungefähr. Reihe bilden! So, das Problem ist, der Nebel müsste auch bald vorbei sein. Ich bin euer Isildur finden. Vorrücken! Verschont auf sie! Zerschmettert sie! Ich glaube, Isildur taucht einfach da auf, wo jetzt wenn man in einen dieser Kreise geht, wenn keine Orks in der Nähe sind. In welchem Kreis man dann ist, ist völlig egal, glaube ich. Yep. They are upon us, Elendur. I cannot hide any longer. Father, the orcs are everywhere. We must flee to... Yeah. The elf of Greenwood will surely come to our aid. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Schnell! Ist das mehr geworden? Ich weiß es gerade nicht. Besinnt euch auf eure Stärke! Arnor muss standhalten! They drive forward. We must hold here or all is lost. Defend Isildur. Nichts kann uns aufhalten. Ja. Macht euch kampfbereit. Es geht los. Für Gondor. Stirb, elende Kreatur. Ah, es kommt von allen Seiten. Wir müssen uns beeilen. Okay, dann sollte Isildur in die Mitte gehen. Ich hab jetzt wird eine schier endlose Armee kommen. Machen wir mal den Nebel. Es ist eine sehr tragische Musik. Und nach verlieren wir
vor allem sehr laute Musik gerade. Ich glaube, das ist so geplant. Die soll einem die Ohren ein bisschen weghieben. Alter. Junge. Nee, die soll so laut sein. Die hält sich auch nicht an die Settings. Father, you must flee. We cannot hide him. I will not let him have him. The ring and the helm of the house Elendil. Und Elendur wird sterben. Er hat lang durchgehalten. Sehr, sehr traurig. Der Ring verriet Isildur. Und er wurde erschossen. Gut, eigentlich ist er ins Wasser gefallen, aber das konnten sie jetzt halt so nicht darstellen. Mit den Mechaniken, die sie zur Verfügung hatten. So. Listen to the remaining stories or leave the Hall of Fire early. Ach so. Jetzt können wir schon die Halle verlassen, aber ich würde trotzdem gerne noch die Geschichte von Boromir hören. Über Osgiliad. When I was a boy, my lord father had me instructed to the ancient lore of the Eldar. The stories always seemed distant and strange to me, like legends whose facts had been lost in the tellings. Now in this place, listening to the elves, they are as real as the crackling of the fire and the song of the waterfalls in the valley. It's been a hard journey coming here. The last time I let my guard down, it was when my brother and I finally drove back. The orcs to Osgiliad. It's no use! Fall back! Go! Run! Faramir und Boromir. The east bank is taken and our forces are scattered. We must regroup and reinforce the shore before the whole city is overrun. Go forth, brother. I shall really reinforcements and return. I shall rely reinforcements. So. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Wir haben 7 Minuten Zeit. Zeigen wir es ihnen. Marschordnung. Hey, da unten. Keine Gnade. In die Schlacht. An archery range has been discovered. Holt ihn euch. Bridges must be secured before Sauron's minions overtake us. Ich werde mein Volk verteidigen. Seid bereit. So. Angriff! Genau, reclaim all buildings in the western bank before it's overrun. Gondor! Jetzt stirbst du, Bestie! Pfeile! In die Schlacht! Jetzt! Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen! Zieht eure Schwerter! Folgt mir! Männer Gondors. Weiter geht's. Wir müssen Feuer! Weiter. Für Gondor! Bogenschützen einsatzbereit. Bereit machen, Bogenschützen. We must clear the bridges. Wir werden Gondors Wälder verteidigen. Keinen überleben. Jawohl, das ist ich fürchte dich nicht. Angriff abbrechen! Sammeln! Ein Marktplatz. Da oben sind noch 2. Dann ist hier noch die Schmiede. Da können wir gleich mal ein paar weiterschießen, Männer! Unterschicken zum Verteidigen.
Weiter, weiter! Feuer frei! Weicht nicht zurück, Männer! Immer weiter! Auf den Feind! Ich werde mein Volk verteidigen! Vernichtet sie! So, wir haben noch 5 Minuten. Attacke! Bereiten wir uns auf diesen Krieg vor! Das sind, glaube ich, schwarze Uruks. Jetzt! Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen! Schießt! Vernichtet sie! Vorrücken! So, dann ist hier unten noch eine Farm, aber die können wir nicht mehr retten. Zieht eure Schwerter! Auf sie! Vernichtet sie! So, dann machen wir trotzdem eine neue Farm hin. Männer Gondors. So. Sammeln! Dann einmal nach hier oben. So. Zwei Gebäude, eins davon ist eine Kaserne, glaube ich. Baracke. Aufrücken! Fürchtet sie nicht! So. Wollen wir direkt mal hier ein paar Leute ausbilden. Attacke! Gondor yes. muss standhalten! Was soll ich Bataillon einsetzen für Gondor? Erledigt sie! Kämpft weiter! Bleibt Soldaten sind einsatzbereit. So, und da helfen wir werden Gondors Bataillon einsatzbereit. Diesen Krieg gewinnen. Zieht eure Schwerter in die Schlacht. Ich bin euer Hauptmann. Soldaten warten auf weitere Befehle. Bogenschützen warten auf weitere Befehle. So. Soldatenbataillon einsatzbereit. Spitzen aufpassen, Waldläufer. Okay, die kommen da jetzt gerade eben schon über die Brücke. Vorsicht! Da! Tötet ihn schnell. Bereit! Zieht eure Schwerter! Nein, die Soldaten sind einsatzbereit! Leise jetzt! Weicht nicht zurück, Männer! Gondor muss standhalten! Zieht eure Schwerter! So. Männer Gondors! Für die weiße Stadt! Zum Angriff! Soldatenbataillon einsatzbereit! Lass sie in die Schlacht! Wir werden Gondors Wälder verteidigen! Okay, damit haben wir das. Ausgeburt des Schattens! Vernichtet sie! Bleibt zusammen, Gondor muss standhalten! Jetzt stirbst du, Bestie! Bitte einmal runter da und da helfen. Die helfen mal bitte auch. Haltet die Augen offen! Auf den Feind! Bogenschützen! Zieht eure Schwerter! Gehen wir! Würdet ihr euch jetzt bitte mal nach Männer da unten begeben? Männer Gondors! Verschont niemanden! Feuer frei! Sammeln! So, dann erforschen wir mal die Bannerträger. Wir werden Gondors Grenzen schützen. So. Zack. Zack. Soldaten warten auf weitere die Befehle. Die Baracken gehen bitte hier hin. Und der Schießstand hier unten geht bitte einmal nach da. So. Kämpft weiter, Männer! Okay. Verschont niemanden. Soldaten sind einsatzbereit. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Oh, erledigt sie! Stürzt euch auf sie! Pfeile! Jetzt! Vernichtet Soldatenbataillon sie! Einsatzbereit! So, wir müssen jetzt 3 Minuten lang. Seid bereit! Vor
Vorwärts! Die Brücken verteidigen. 3 Minuten, das sollten wir hinkriegen. So. Soldaten warten auf weitere Befehle. Wir werden Gondors Wälder verteidigen. So. Soldaten! So, da sind wir bereit für die nächste Welle. Da kommt sie auch schon an. Wer seid ihr denn? Irgendwelche Krieger aus Ruhen, schätze ich mal. Lass sie fliegen! Weißt du, genau jetzt kriege ich dann einen Ork-Krieger. Ich werde mein Volk verteidigen. Soldatenbataillon einsatzbereit. Oder nee. Lasst euch nicht auf die Brücke ziehen. Soldatenbataillon einsatzbereit. In die Schlacht. Da macht der Troll zu viel Schaden. Hier können wir schön angreifen. Soldaten sind einsatzbereit. Wir dürfen nicht versagen. Feuer frei! So. Zeigen wir es ihnen, Männer. Jetzt, Männer, jetzt! Oh. Werf sie nieder! So, nur noch 1:30 und unsere Soldaten Gondors! Und unser Nachschub wird da sein in Form von Faramir und einer kleinen Armee. So. Macht euch bereit! Schießt! Schießt! Man those towers! Na los, auf sie! Auf in den Kampf, Männer! Zeigen wir es ihnen, Männer! Wir werden Gondors Grenzen schützen! Bereiten wir uns auf diesen Krieg vor! So, da oben. Ihr kriegt zwar wieder hier diesen Boost. Weiter schießen, Männer! Attacke! Die unten kriegen den Debuff. Die oben kriegen den Buff. Wir werden diesen Krieg gewinnen! Bleibt wachsam! Jetzt, Männer, jetzt! Soldatenbataillon einsatzbereit! So. Sollen sie ruhig kommen. Captain Faramir and his army have arrived. Oh, auch mit seinem Kumpel. Seid wachsam. Schnell jetzt. Well done, then. Now, let's cross the river and drive this filth from our lands. Jawohl. Zielt auf den Hals! Bleibt wachsam! Boromir, du führst deine Einheiten hier unten gegen. Fürchtet sie nicht! Pfeile! Aus dem Weg, schnell! Fürchtet sie nicht! Jetzt, Männer, jetzt! Schieß, schieß! Wir werden dieses Land schützen. Seid wachsam! Hey. Bereit machen! You know the laws of our country. Elende Kreaturen! Lasst keinen entkommen! So, brecht durch. Gondor muss standhalten! Männer Gondor! The enemy is retreating! Krieger! Victory is ours! Achso, wir müssten wirklich einfach nur die Brücken räumen. Was once the jewel of our kingdom, a place of light and beauty and music, and so it shall be once more. Yeah! The city of Osgiliath has been reclaimed for Gondor.
Für Gondor! Für Gondor! Für Gondor! Für Gondor! Leave the Hall of Fire when ready. Okay, damit haben wir es geschafft. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde nur gerne auch wissen, ob wir auch noch mit Gimli und Glöhner so reden können. Das würde mich jetzt noch ganz kurz interessieren. Ah, it's strange. It's a strange thing to feel at home in a place that seems so foreign just a few hours ago. The last time I was in the company of Elf, the experience was notably less enjoyable. Those folk aren't typically Thranduil's subjects, proper manners, and they haven't blah blah blah. Dwarves to gather around the fire and revel in tales of ours. Yeah, I take it to your uncle Bilbo as told of Thorin Eichenschild. Okay. Also wir können tatsächlich mit ihnen reden, müssen wir aber nicht. Aber dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Der Herr der Ringe, Age of the Ring. Bis dahin und tschüss.